Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, heute Abend hier eine kurze Festrede auf den Preisträger und den Übersetzer Ihnen bieten zu dürfen. Unentmischte Nachrichten. Hin und wieder geschieht es, dass ich in einem für mich fast bedrohlichem Ausmaß aus der Zeit falle. Dies widerfährt mir vor allem dann, wenn ich lese. Ich will versuchen, das zu erklären. Vorausschicken muss ich, dass ich ein unheilbarer Zeitungsfresser bin. Der Abrieb der Druckerschwärze an Fingern und Händen ist für mich das wirkliche Breakfast, begleitet von wilden, taumeligen Sprüngen über die Seiten, ein Sturz in die morgendliche Entnüchterung, eine ebenso unvermeidliche wie euphorische Berührung mit den merkwürdigen, meist unheilvollen Botenstoffen der auswärtigen Welt. In einer eigentümlichen Wahrnehmungstrance werden die semantischen Brosamen aus den Textkolonnen mit tautologischen Bildlegenden kleingehäckselt, um sich zu einem amorphen Tagtraum zu ballen, der kaum gebildet auch schon wieder zerfallen und vergessen ist. Es ist der Gang durch die Kolumne, die verführerisch schmale Zeilenkolonne, in der die Augen behende wie Affen entlanggleiten, bis sie sich verheddern, um schließlich bei der kleinsten Ablenkung und unvermutet auftauchenden Wort- oder Bildattraktionen in ausgreifenden Sprüngen querbeet abwärts bis an das diagonale Ende zu hüpfen, umschwirrt von Sinnresten, Namenspflöcken, von Signal- und Reizwörtern, von störenden Einsprengseln und typografischen Wegelagerern, die überall auf der großen Druckseite dem Leser auflauern. Alles, was in diesem Auflesen hier geschieht und womit man sich allmorgendlich affiziert, ist eine einzige Störung. Ein Tag für Tag willentlich aufgenommener Wortsalat. Sein Name ist Information. Und nichts beschreibt die Auseinandersetzung mit dieser morgendlichen Zumutung besser als der verzweifelte Versuch, besonders wichtig, sensationell oder klug scheinende Artikel und Bilder oder auch nur eine gelungene Aufmachung aufzuheben für später. Als wüsste man nicht, dass diesen ungebunden herumflatternden Papier, den ausgeweiteten Zeitungsartikeln, das Stigma der bevorstehenden Makulatur oder des Gilbs mithin des Vergessens förmlich aufgedruckt ist. Aber infolge einer seltsamen Transsubstantiation eignen sich diese Ausschnitte, nachdem sie zwischen korrekt gebundenen, ordentlichen Buchseiten wie vergessene, aber immer noch pulsierende Meldungen überwintert haben, als Quelle überraschender Wiederentdeckungen. Unversehens konfrontiert mich die Lektüre, wenn sie im Buch auf einen aus der Erinnerung längst entlassenen Zettel stößt, schlagartig mit der Vergangenheit des Lesers, der ich gewesen bin. Ein Schock, der mir geradezu materiell vor Augen führt, was mich bewogen haben mag, die rasch verwelkende Lektüre der Zeitung in einen Herbarbeleg zu verwandeln. Der Clip, der Ausschnitt, mutiert zum Beleg eines lange Zeit verschwundenen Affekts, er wird zum Beweisstück. Und wie es häufig beim Lesen geschieht, gesellt sich zum schieren, sensationellen, unfassbaren etc. Inhalt der alten Nachricht das Nachbild eines gewesenen Augenblicks intensiver, kurz innehaltender Lektüre. Die Zeitungsfresserei ist ein Fluch und eine Lust, ein Glück und eine Last. Sie raubt mir die Zeit, die ich für andere schwierige Lektüre bereithalten müsste, vom Schreiben einmal ganz zu schweigen. Und doch verhilft unter bestimmten Umständen dieser unökonomische Aufschub, dieser sprunghafte Umweg auch zu einer Lektüre ganz anderer Texte der Literatur, der Dichtung. Dem vielstimmigen, kakophonischen Layout der raumgreifenden Zeitung versucht der vergleichsweise bescheidene und mehr oder minder unverrückbare Satzspiegel des Buches zumindest den Schein einer Beruhigung, Ordnung und Richtung entgegenzusetzen. Und wenn für das Buch galt, was Iwan Ilitsch von den Anweisungen zu lesen im Mittelalter sagte, ich zitiere, die Tätigkeit des Lesens wird in Analogie zu den Körperbewegungen dargestellt als Schreiten von Zeile zu Zeile,
als eine motorische Aktivität des Körpers, als ein Zusammenspiel zwischen Auge, Mund und Ohr. Die Ohren des Lesers sind aufmerksam und mühen sich ab, das aufzufangen, was der Mund äußert. Die Zeilen sind wie eine Tonspur, die mit dem Mund aufgenommen und vom Leser für das eigene Ohr wiedergegeben wird. Die Seite wird durch das Lesen buchstäblich einverleibt. Dann ist spätestens seit der diagonal und vektoriell überfliegenden, raffenden Lektüre der Zeitung der murmelnde Mund verstummt. Das selektierende, vom Layouter gesteuerte und überrumpelte Auge hat die Oberhand gewonnen. Wenn aber das unersättliche Auge von James Joyce auf ein Blatt fällt, kann auch noch aus der größten Nichtigkeit etwas unerhört Neues entstehen. Im Gespräch erwähnt Joyce gegenüber seinem Bruder Stanislaus, was von den täglich abfallenden vermischten Nachrichten, den Fediverse der Zeitungen zu halten und was für ihn daraus zu gewinnen ist. Joyce nennt sie, diese vermischten Nachrichten, das Graubrot des Alltags, das Everyday Bread, ein Grundnahrungsmittel, auf das wir nicht verzichten können, das aber rasch ungenießbar wird, es sei denn, derjenige, der es mit Bedacht und Inspiration aufliest, ist in der Lage, es in etwas anderes zu verwandeln. Lesen ist so gesehen der Beginn eines mystischen Prozesses, an dessen Ende dieses Graubrot in eine sehr viel weniger verwesliche Substanz in Literatur überführt wird. Epiklese nennt Joyce diesen der Liturgie der Ostkirche entlehnten Vorgang. Der unersättliche Zeitungsleser Joyce schlüpft so in die Rolle des Priesters, der die Instrumente und den Prozess der Transsubstantiation beherrscht. Ulysses quillt über von Epikleti, am eindrucksvollsten vielleicht die Szene, in der der Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom beim Schweinemetzler Lugatsch in einem winzigen Augenblick den Text einer ausgeschnittenen Annonce liest, entziffert und weiterspinnt, in der 1904 für ein Siedlungsprojekt in Palästina geworben wird. Der Zeitungsausschnitt dient als Einwickelpapier für die blutigen Schweinenieren, die Blum im Laden kauft. Die Heftigkeit der rasend schnellen Lektüre und des daraus hervorschießenden Assoziationsfeuerwerks, man könnte es ein Blitzlicht des Lesens nennen, ist so enorm, dass man glaubt, die Augen fräßen förmlich das Gedruckte auf. Joyce, erster französischer Verleger, der diskrete Anarchist, Geburtshelfer und souveräne Schleusenwärter einer ganzen Dichter- und Malergeneration, der Kritiker Félix Fénéon, hat auf unnachahmliche Weise demonstriert, welch fantastisches Potenzial in den vermischten Nachrichten schlummert, wenn man sie nur zu lesen versteht. Doch wie gelingt das? Durch eine nie ermüdende, das Gelesene stets weiterdenkende Aufmerksamkeit für das Einzigartige. Nicht das einzigartige Ereignis, sondern die extrem komprimierte Nachricht, das deinem Kürzel geronnene Druckbild von jenem unerhörten Ereignis. Dieser Kritiker, von dem der Schriftsteller Émile Verhaeren einmal gesagt hat, er habe gesehen, wie Fénéon vor einem Bild errötete, dieser Kritiker hat den durchdringenden Blick der Lektüre zu einer ungeahnten Schärfe getrieben. Wie ein geistiger Stoffhändler, der mit Hilfe seines Fadenzählers die Echtheit des Textgewebes prüft. Fénéons Überraschungsangriff, die Schockierung der Leser, gelang im Jahre 1906, als eine Pariser Tageszeitung mit über 1000 ebenso frei erfundenen wie unabweisbar glaubwürdigen Schreckensnachrichten zu drei Zeilen, den Nouvelle en trois lignes, munitionierte. Seine Prosa ist Zeugnis einer ungeahnten Kunst der Zeitungslektüre und der Kunst, das Everyday Bread zeitfest zu machen. Diese Nachrichten sind eine anarchistische Tat à la lettre. Hier zwei Beispiele. Der Sänger Luigi Onibene verletzte in Caen mit zwei Kugeln Madelon Devaux, die ihm kein Monopol auf ihre Schönheit einräumen wollte. Eigener Bericht. Scheid aus Dünkirchen schoss dreimal auf seine Frau,
Da er sie jedes Mal verfehlte, nahm er die Schwiegermutter ins Visier. Treffer. Havas. Aus einer Gegend unserer Erde und des vergangenen Jahrhunderts, aus der kein noch so kleines Ereignis sich zu einer Zeitungsnachricht hat verdichten können, ja deren Mitteilung selbst in den Briefen geschwärzt wurde, aus der Kältewelle des Gulag, überliefert der Dichter Warlam Schalamow Geschichten, die Erzählungen aus Kolyma, deren Wahrheit allein durch das unversiegbare Gedächtnis der Überlebenden bewahrt wurde. Schalamow, der notgedrungen mit großer Verspätung, jetzt aber immer größer werdend, auf unseren Radarschirmen erscheint, in Deutschland dank der Übersetzungen von Gabriele Leupold. Schalamow schreibt: Das 20. Jahrhundert hat die Erschütterung, den Schock in die Literatur getragen. Man glaubt ihr nicht mehr. Und der Schriftsteller musste sich, um Schriftsteller zu bleiben, nicht als Literatur, sondern als das Leben ausgeben, als Memoiren, als eine Erzählung, die fester ins Leben eingepasst ist, als das bei Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus der Fall ist. Kann man schreiben, damit etwas Böses verschwindet und damit es sich nicht wiederholt? Ich glaube nicht daran. Und solchen Nutzen werden meine Erzählungen nicht bringen. Alles kann sich wiederholen und niemanden wird das aufhalten und anhalten. Aber selbst wenn es so ist, muss man trotzdem schreiben, es niederschreiben. Michail Schischkin, der heute Abend zusammen mit seinem Übersetzer Andreas Tretner für den Roman Venushaar ausgezeichnet wird, überliefert auf sehr eindringliche Weise und in gewaltigen Schüben Geschichten, die, wenn sie, wie es täglich in den Zeitungen geschieht, zu kursorischen Nachrichten aus den Tschetschenienkriegen, aus dem sowjetisch besetzten Afghanistan verkürzt werden und sie bleiben damit taub und stumm. Doch weil er ihnen eine Stimme gibt, eine Stimme im Chor, wenn Sie so wollen, im Sinne von Andrei Sinjavsky, eine zögernde, fragende, suchende Stimme, verwandelt sich die prekäre Glaubwürdigkeit derjenigen, die den Katastrophen entronnen sind. Sie haben nichts vorzuweisen als eine persönliche Erinnerung, als unentmischte Nachrichten. Deshalb verwandeln sie sich zu einer Wahrheit, die nur die Literatur zu leisten vermag. Die Epiklese von Joyce erwacht so zu neuem Leben. In einem ebenso geduldigen wie atemberaubenden Prozess entmischt Michail Schischkin diese Nachrichten, das Graubrot trotzt der Verwesung. Im Ritual der Anhörung eines Asylsuchenden in einer dialektischen Verkehrung von Frage und Antwort, der Fragesteller, der Dolmetscher der Behörde, erzählt mitunter ausführliche Geschichten, um deren Wahrscheinlichkeit und Wahrheit durch den Antwortenden bestätigen sich zu lassen. In diesem Ritual wird einmal die Zugfahrt eines Antragstellers während der Geiselnahme von Nasran beschrieben. Dieser stellt sich vor, ich zitiere, wie Mutter und Schwester jetzt am Tisch saßen und Nachrichten guckten, Tee dazu tranken und Quarkpfannenkuchen aßen. Eben wurde gezeigt, wie ein mit Geißeln vollbesetzter Bus in Nasran explodierte. Menschenteile schwebten kunstvoll in Zeitlupe wie große rote Schneeflocken. Der ganze Zug las Krimis. Das war verständlich. Ein Kriminalroman setzt voraus, dass vor dem ersten Verbrechen bis zum Auftauchen der Leiche eine Art ursprüngliche Harmonie auf Erden herrschte. Die ist nun verletzt und der Kommissar wird, indem er den Mörder ausfindig macht, die Weltordnung wiederherstellen. Gelesen wird er überhaupt nur, weil es einen graust, wie eine Mücke durch das Leben zu schwirren, unsichtbar, unhörbar, umnachtet. Ein Kriminalroman ist der gleiche Horror wie das, was in den Zeitungen steht, nur den Unterschied, dass er gut ausgeht. Wohingegen man die Zeitungen lieber gar nicht aufschlägt. Da geht es nicht mehr um Nachrichten, da geht es um die Auflistung besonders krasser Verbrechen, die einem das Herz im Leibe gefrieren lassen. Nach der Lektüre dieses Romans schlägt man das Neue vom Tage mit anderen Augen auf. Ich danke Ihnen.